Hallo, heute wollen wir einen Gepäckträger anbringen. Dazu klappen wir den Sitz auf. Ich werde jetzt einen Akkuschrauber und eine lange Verlängerung nehmen. Wir müssen 1, 2, 3, 4 Schrauben rausdrehen und ersetzen. Die Schrauben brauchen wir ja erstmal nicht. Können wir es auf Seite legen. Das brauchen wir auch nicht mehr. Den Haltebügel. Dafür brauchen wir den Gepäckhalter. Den setzen wir erstmal links drauf. Gucken, passt das so halbwegs. Und wir brauchen die 4 kürzeren mitgelieferten Schrauben. Die setzen wir erstmal an. Per Hand und möglichst gerade. Es kann sein, dass der Halter beim Transport oder wie auch immer ein bisschen verbogen ist. In dem Fall muss man ihn etwas zusammendrücken oder auseinanderziehen. Wenn die alle angesetzt sind, kann man den Akkuschrauber festziehen. Dabei Vorsicht bei Verwendung von Werkzeug. Man kann gegen die Lackierung kommen und die ist dann die damit beschädigen. Fest. Fest. Dann gucken wir nochmal. Die ist fest. Die ist fest. Die sitzt auf der Schraube. Die ist fest und die ist fest. Somit wäre der Halter fest. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de.
Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.